In diesem Video geht es um das sogenannte Lichtstrahlenmodell. Ein Modell ist eine Beschreibung, die uns hilft, physikalische Phänomene zu verstehen. Und wie man jetzt zu diesem Modell kommt, würde ich gerne mit einem Experiment, einem Gedankenexperiment motivieren. Wir stellen uns eine Taschenlampe vor und diese Taschenlampe leuchtet jetzt auf einen Schirm. Was wir auf dem Schirm sehen, ist so eine runde Form. Wie kommt diese Form zustande? Anders als bei einer Kerze oder bei der Sonne sendet eine Taschenlampe das Licht nicht in alle Richtungen aus, sondern einfach hier nach vorne, also in eine mehr oder weniger bestimmte Richtung. Und das Licht, was aus der Lampe rauskommt, könnte man sich wie so einen Kegel vorstellen. Und das nennen wir in Physik hier in diesem Zusammenhang ein Lichtbündel. So, wir setzen das Gedankenexperiment fort und fangen mit einer sehr ähnlichen Situation an. Wieder haben wir jetzt eine Taschenlampe und wieder ein Lichtbündel, der jetzt auf etwas trifft, was eigentlich so aussieht wie unser Schirm. Aber da wir jetzt in dem Schirm ein Loch machen, wird der Schirm zu einer sogenannten Blende oder einer Lochblende. Nun passiert Folgendes: Ein Teil von diesem Licht kommt jetzt durch diese Oberfläche nicht durch, aber durch das Loch wird ein Teil des Lichtes diese Lochblende natürlich passieren. Und wenn wir hinter dieser Lochblende einen Schirm platzieren, sehen wir auf dem Schirm einen kleinen Kreis. Und es liegt daran, dass wir hinter der Blende wieder ein Lichtbündel haben, was hier deutlich schmaler ist. In dem Lichtstrahlenmodell könnte man sich vorstellen, dass man versucht, das Loch hier sehr, sehr klein zu machen oder einfach mehrere Lochblenden nacheinander schaltet, die dann immer kleinere Löcher haben und irgendwann erreicht man ein Lichtbündel, das nicht mehr diese Kegelform hat, sondern einfach nur ganz, ganz, ganz schmal ist wie so ein Laserstrahl. Ja, und dazu kommt, und das führt jetzt uns auch zu diesem Wort Strahl. Wir notieren, manche Lichtquellen, wie zum Beispiel die Sonne oder eine Kerze, senden Licht in alle Richtungen aus. Andere wiederum, wie zum Beispiel eine Taschenlampe, in Form eines Lichtbündels. Trifft das Licht auf eine Lochblende, so wird ein Teil des Lichtes durchgelassen. Je kleiner das Loch, desto schmaler ist das durchgelassene Lichtbündel. Das schmalste mögliche Lichtbündel heißt dann ein Lichtstrahl. Nun schauen wir uns das Modell in Theorie an. Wir stellen uns vor, dass Lichtquellen ihr Licht in Form von Lichtstrahlen aussenden. Und ein Lichtstrahl breitet sich geradlinig aus, bis auf ein Hindernis trifft. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn es kein Hindernis gibt, dass diese Lichtstrahlen im Prinzip eine unendliche Reichweite haben. Aus mathematischer Sicht handelt es sich dabei bei dieser Modellierung um Halbgeraden oder Strahlen. Aber da wir jetzt nicht durcheinander kommen wollen, nehmen wir jetzt für den mathematischen Begriff das Wort Halbgerade und für den physikalischen Begriff die Strahlen bzw. Lichtstrahlen. So, Halbgeraden oder Strahlen sind Linien, die einen Anfangspunkt haben, aber keinen Endpunkt haben. Hierbei sind die Lichtwege umkehrbar. Das bedeutet, für die Modellierung spielt die Ausbreitungsrichtung keine Rolle. Wie ist das denn wieder gemeint? Es ist egal, ob wir die Lichtstrahlen von der Lichtquelle aus oder von dem Hindernis aus zeichnen. Also, wenn wir jetzt einen Beobachter haben und eine Lichtquelle, ist es vollkommen irrelevant, ob wir jetzt den Lichtstrahl von da nach da betrachten oder von da nach da. In der Modellierung heißt es im Prinzip, wenn ich jetzt die Lampe sehen kann, nehme ich ja die Lichtstrahlen wahr. Dann könnte ich im Prinzip auch die Lampe und den Beobachter vertauschen, hätte im Prinzip die gleichen Lichtstrahlen und in der vertauschten Situation könnte der Beobachter hier auch da die Lampe sehen.
Oder wenn man sich das vorstellt, wenn ich eine Person sehen kann, kann sie mich auch sehen. Mit dem Lichtstrahlenmodell kann man die Funktionsweise einer Lochkamera gut erklären. Und hier gucken wir uns eine sehr einfache Bauweise dieser Lochkamera oder einer Lochkamera, einer Schuhkarton-Lochkamera. Dazu brauchen wir, wie der Name schon sagt, einen Schuhkarton. Und in das Karton, in den Karton machen wir ein Loch rein und auf die gegenüberliegende Seite von innen ein Smartphone und auf dem Display brauchen wir ein Bild, das danach gut erkennbar ist. Und es bietet sich auch an, eine große Helligkeit auf dem Bildschirm zu wählen. Außerhalb des Schuhkartons brauchen wir ein Blatt Papier, das wird jetzt ein Schirm sein. Und ganz wichtig für das Experiment, dass wir uns danach in einem dunklen Raum befinden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also die Schuhkarton-Lochkamera kann Bilder nur in vollkommen dunklen Räumen erzeugen. Nun schauen wir uns das Experiment in Form einer 3D-Animation an. Zuerst wird in einer der Wände ein Loch gemacht. Jetzt kommt ein Smartphone ins Spiel mit einem Bild. Okay, jetzt einfach Deckel drauf, Licht aus und auf dem Schirm erscheint ein Bild und wir sehen zwei Sachen. Einmal ist das Bild etwas unscharf, aber was uns vor allem hier interessiert, ist, das Bild steht auf dem Kopf. Und wenn man es noch genauer betrachtet, stellen wir fest, das Bild ist um 180 Grad gedreht. So, wie kann man sich nun das vorstellen, was wir jetzt in dem Experiment gesehen haben? Kommen wir zu der sogenannten Deutung. Wir haben jetzt ein Bild auf unserem Smartphone und das Loch in dem Karton entspricht einer Blende, einer Lochblende. Und gucken wir uns jetzt die Lichtstrahlen an, die von der Lichtquelle ausgehen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier einen Lichtstrahl. Wenn er jetzt die Blende passieren möchte, gibt es jetzt durch die geradlinige Ausbreitung von Lichtstrahlen nur diesen Weg. Und dann könnten wir uns noch diesen Lichtstrahl anschauen. Dieser Lichtstrahl würde sich nach da bewegen. Und man stellt sich das so vor, also dadurch, dass wir jetzt hier durch das kleine Loch hier durchgehen müssen mit den Lichtstrahlen, gehen sie alle so über Kreuz. Also das, was hier oben war, ist dann plötzlich da unten. Was hier links war, wird dann später hier rechts sein. Was hier rechts war, wird dann links sein und so weiter und so weiter. Und aus diesen allen Lichtstrahlen, die durch die Lochblende es schaffen, entsteht dann auf dem Schirm ein Bild, das um 180 Grad gedreht ist. Über eine weitere Sache würde ich gerne noch reden, und zwar, warum ist das Bild so unscharf? Der Grund ist, das Bild auf dem Schirm ist unscharf, da ganze Lichtbündel die reale Blende passieren. Wie ist das jetzt wieder gemeint? Also, da unsere Blende schon einen großen Durchmesser hat, heißt es natürlich, dass wir Lichtstrahlen haben, die da die Blende passieren, aber auch vielleicht da so ein bisschen verlaufen und auf den Punkten auf dem Schirm, der so ein bisschen daneben liegt, ankommen. Dann haben wir jetzt keine eindeutige Zuordnung, also dieser Punkt macht da ein kleines Bildpunkt und da ein kleines kleinen Bildpunkt und so weiter, und dadurch entsteht diese Unschärfe. Was könnte man machen, um das Bild schärfer auf den Schirm zu bekommen? Wir könnten natürlich die Blende schmaler machen, ein kleineres Loch. Das Problem dabei ist aber, dass dadurch deutlich weniger Licht die Blende passiert und das Bild auf dem Schirm dann auch schwächer wird. Außerdem gibt es noch eine weitere Einschränkung, aber über die werden wir dann in der Oberstufe sprechen.